Ah, Mikrofon war noch aus. Sehr gut. Sehr schlau. Ja, also wir spielen heute das DLC von A Remnant from the Ashes, das ganz neue, und beginnen in Rhizome. Ist zwar sehr deutsch ausgesprochen, aber ich weiß nicht, wie man es sonst anders aussprechen soll. Rhizome oder... Naja. So, in der wunderschönen Schneelandschaft befinden wir uns jetzt hier gerade. Was ich ein bisschen merkwürdig finde an den DLCs, man hat seinen alten Charakter. Der ist bei mir schon sehr, sehr weit aufgerüstet. Ich weiß nicht, ja, inwieweit das gut oder schlecht ist, weil ich glaube, die Endgegner orientieren sich auch mal ein bisschen daran, wie es einem selber geht, wie man aufgerüstet ist und was man für eine Stärke hat. Das kann auch echt zum Nachteil werden. So, dann wollen wir mal die Karte erkunden. Schneelandschaft ist natürlich immer nice, finde ich. Ah, da ist schon der erste Gegner. Ja. Freundchen, so wird das nichts. Hat versucht uns zu erwischen. Ah, mir fällt gerade ein, wir haben ja noch dieses Special bei der Waffe. Genau. Ist ja immer unten der Kreis, der sich dann auflädt. Da kann man dann halt immer gucken, wo man noch ein paar Gegner findet. Ja, man sieht schon, also die Waffe, Charakter von mir ist auch sehr stark. Also die normalen Gegner, ah, die kann man auch abballern. Normalen Gegner sind für mich gar nicht so das Problem jetzt. Oh, oh, wieder ein Eigenschaftspunkt. Ich bin mal bei den Endgegnern gespannt. So, vergeben wir dem mal. Hier, man sieht, Vitalität, Kondition, Schattenpirsch, das ist schon fast, also ist schon alles auf 20. Das einzige, unten habe ich noch ein paar, wo ich aufgeladener Nahkampfschaden, zum Beispiel hier. Sprengmeister, aktuelle Lebens, aktuelles Level, ja. Ja, mal Rüstungsdurchdringung. So, natürlich hier wieder alles looten, was man looten kann. Ah, sehr schön, hier ist noch eine Box. Die nehmen wir natürlich auch mit. Ah, hier ist noch ein gutes Eisen, das nehmen wir auch mit. Jetzt können wir mal gucken. Das Schöne bei Remnant ist ja, man kann sich an der Karte orientieren. Alles, was dunkel ist, hat man noch nicht erspielt. Das ist echt super. Ah, hier scheint aber jetzt noch keiner aufzutauchen. Ah, doch, da hinten. Okay, quasi so ein Magier. Das geht ja noch, sag ich mal. Ich finde die viel schlimmer, die mit ihrer Rüstung und so ankommen. Oh, Kreis ist voll, wir können ja gucken. Irgendwo noch Gegner haben. Ah, da ist auch noch ein Piepmatz. Mal locker vom Himmel geholt, den Hahn. So, da ist der Stein. Ich würde sagen, wir müssen hier noch mal lang. Ach, die Pforte, können wir die schon öffnen? Nee, noch nicht. Okay. Okay, hier ist auch noch ein bisschen dunkel. Die haben auch noch nicht alles aufgedeckt. Energie.
Ah, da ist einer. Ja. Immer gut rollen, ey. Das hat schon immer geholfen bei Remnant. Oha. Alter Schwede, ey. Kommt die Ratte um die Ecke und hat Kugeln hinten drauf. Irgendwelche Bomben oder so. Aber wir nehmen mal einen Trank, würde ich sagen. Die Energie mal ein bisschen aufladen. Jawohl. Bis jetzt sehr erfolgreich, muss ich sagen. Okay, die Fässer kann man, glaube ich, zum Explodieren bringen. Jetzt bin ich ins Feuer gelaufen, nicht blöd, Mann. Das war natürlich nicht schlau. Ah, da geht's weiter. War denn jetzt hier noch ein Gegner? Nö, ne? Ich habe bis jetzt keinen mehr gesehen. Dann gehen wir mal weiter. Ich glaube immer, wenn das komplett gelb ist, bedeutet das, dass man weiterkommt zum nächsten Level. Oder nächsten Raum oder wie man das auch nennen möchte. Die Endgegner sind, glaube ich, hinter so einer transparenten Wand. Ah, hier ist der nächste Checkpoint. Check, check. Das ist gut. Es lädt einmal unten den Kreis auf und auch die Energie. Hat natürlich auch den Nachteil, dass man Gegner, dass sie wieder da sind, dass die wieder respawnen. Okay, das ist auch alles neu. Das kenne ich hier gar nicht. Na, woher auch das DLC ist auch erst rausgekommen. Friranisches Meer bin ich jetzt. Aha. Ja, wie immer machen wir alles kaputt, weil wir natürlich looten wollen. So ein bisschen gegnerfrei hier, wundert mich. Aber ich sehe hier keinen einzigen Gegner. Wenn ich jetzt meine Spezialfunktion schon angemeldet habe hier. Komisch, komisch. Okay, springen können wir nicht, das können wir vergessen. Wir können nur laufen und rollen. Hier liegt natürlich jede Menge Zeug rum. Was wir irgendwie einsammeln können. 4 Monate, 7 Tage. Der Wendenkreis ist leer. Die Winde wehen über den Grund. Keine Stimme spricht, kein Geist weint. Hat Krall mich irre geführt. Okay. Ich habe noch nicht gesehen bei Remnant, dass es hier Schriften gibt. Ein Ding. Ja. Okay, da sind noch ein paar Kisten, die man zerschlagen kann. Ah, da geht er hoch. Okay. Vielleicht können wir da hinten auch hochgehen. Können wir da unter durchrollen? Nee.
Ist ja irgendwie eine komische Ecke hier, muss ich sagen, also. Für was? Oder was man hier finden soll? Keine Ahnung. Lassen wir uns mal überraschen. Oh. Endlich mal ein Gegner. So, hier ging es ja nicht weiter. Ja, auch nicht. Ich vermute mal, wir müssen nach oben lang. Obwohl, von da kommen wir ja, ne? Der Checkpoint. Hier sind wir auch schon gewesen. Okay, hier können wir wieder zurück. Aber nee, wir müssen hier noch mal ein bisschen forschen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier alles war. Das ist der Checkpoint. Da haben wir auch schon alles gesehen soweit. Was bedeutet eigentlich dieser... Was ist denn eine blaue Figur da oben? Jetzt drauf losgehen. Es sind ja Zombies hier. Es muss ja irgendwo weitergehen. Ich stehe kurz davor. Kann aber sonst nichts weitermachen. Ich kann nochmal gucken. Da ist ein Feuer. Kann ich denn ins Wasser rollen? Jo, das hat funktioniert, aber komme ich denn da hoch? Das ist die Frage. Ja, falle ich ins Wasser. Ah, oh, supergeil, naja. Egal. Weil irgendwas muss da ja sein. Der schönen Schneelandschaft hier. Okay, die Karte sagt aber, dass da nicht viel ist. Also nicht mehr, als wir gesehen haben. Aber was bedeutet dieser blaue Stein da? Können wir hier irgendwas zerstören oder so? Eine Kleinigkeit zerstören. Ach, hier geht's hoch. Alles klar, das hatte ich auch noch nicht gesehen. Sehr gut. Also man findet doch immer mal wieder was Neues. Ach du heilige Neune. Das letzte Mal hast du Klingen verkauft. Guten Deal gemacht. Alter, voll die Schützos. Du hast Klinge für Mahlzeit verkauft. Für Fleisch. 5 Pfund. Ja, für Fleisch habe ich es verkauft. So, ich werde die erstmal ausplündern, bevor die labern hier. Das letzte Mal hast du Klingen verkauft. Ja, das hast du doch schon gesagt. Was in Tarquins finsteren Träumen? Ist das? Sieht aus wie kleiner Sklave, Sebum. Ja, das ist nicht, was ich sagen wollte. Du hast es gedacht. Ja, du hast es gedacht. Alter, voll der... Warum bist du voll hier, die kaputte Sklave? Figur, ey.
So klein, so schwach. So, ich schaue mich nur um. Ja, nehmen wir ruhig mal. Wir suchen. Wie einen Menschen. Laufen sehen. Wie schnell kann ein Mensch laufen? Wahrscheinlich schneller als du mit deinem Wanst hier. Schnell aus. Gefährlich. Entbehrlich. Entbehrlich gefährlich. Ist klar. Sebum braucht Pudelmeister Stoßzahn. Ja! Stoßzahn! Ja, yeah, Stoßzahn! Die besorge ich dir, deine Stoßzähne. Nein! Sklave tötet Rudelmeister. Wenn du meinst. Sklave bringt Stoßzahn, dann Sebum. Sklave töten, Stoßzahn leben. Oh. Sebum gewährt Belohnung. Dann Sklave töten? Nicht töten. Oh, die wollen schon wieder alle umbringen, das ja. Lauf schnell! Ja, mach ich! Magiers Schatten kommt bald. Sebum dieses Mal an der Jagd teilnehmen? Ah, hier geht's nur nach unten. Vielleicht kann ich da noch ein bisschen was looten. Die Tür ist zu! Alter, wer bist du denn, ey? Beeindruckt ihn gar nicht irgendwie. Ah, Gruß an Sven von Dennis. Danke, danke. Keine Chance. Ja, Nachtschicht am Samstagabend müsste verboten werden, ganz ehrlich. So. Die eine Richtung ein bisschen zerstören. Sehr gut, sehr gut. Ah, das gute Eisen. Tja. Kann ich hier eigentlich auch noch was zerstören, oder? Nee. Also, wir haben den Auftrag bekommen und sollen jetzt loslegen, die Stoßzähne zu besorgen. Das ist ja herrlich. So, ich glaube, den können wir mal wieder zurück. Ja, Game ist auf jeden Fall geil. Also, das gibt's ja schon seit 2019 und das ist jetzt hier das zweite DLC, was dazu gibt. Ja, schon ganz cool. Hat aber teilweise Schwierigkeitsgrad, ist manchmal heftig. Also gerade bei den Endgegnern. Kann ich nur empfehlen, also macht Spaß. Kann man auch Multiplayer zocken, ist sogar dann noch geiler. So. Das heißt, wir müssen jetzt hier diesen komischen Typen finden, der irgendwie den Stoßzahn hat. Ich glaube, wir schalten mal wieder auf Plempe um. Ja, alles klar, da sind schon die ersten. Der erste Gegner ist platt. Sehr gut. Der ist auch weg. Sieht leicht aus, liegt aber daran, dass ich meinen Charakter schon sehr hoch gelevelt habe. Aber das wird beim... Ach hier, die können wir auch zerschießen. Das wird beim Endgegner aber anders sein. Die werden genauso stark wie man selber dann. Jedenfalls habe ich das mal gehört, dass das so ist. Fühlt sich auch mal so an. Der war ein bisschen größer hier, der Typ. Aua. So, den hat sie auch zerlegt. Okay, wir können noch einen anschießen. Dann müsste sich der Kreis wieder schließen. Unten, das heißt, wir können die Gegner wieder vorab sehen. Von da kommen wir.
Irgendwo müssen hier noch welche rumlaufen. Das war einfach zu wenig. Ja, letzte Schicht ist immer gut. Ja, dann lass dich dir in der letzten Schicht nicht ärgern. So, machen wir auf. Ach, das geht ja nicht. Geht wieder nur von der anderen Seite, ey. Das ist ja nervig. Ah, da hinten ist noch. Hinten ist noch wer. So, Kreis ist geschlossen. Das heißt, wir können wieder zugucken. Bis denn, hau ran. Ah, hier sind ja wieder ein paar Scharlatane. Dem werden wir es mal wieder ein bisschen besorgen hier. Ach du heilige Neune. Den habe ich ja gar nicht gesehen. Okay, das war ein guter Schuss. Na. Muss ich ein bisschen aufpassen, weil die Vorabsicht ist weg. Das heißt, ich weiß nicht, ob jetzt hier einer noch auftaucht oder nicht. Ziemlich fröstelig ist es hier. Okay, von da kommen wir ja. Nehmen wir mal lieber das Kuh. Wir könnten uns auch am Stein wieder aufladen. Aber der Nachteil ist, dann respawnen die ganzen Monster wieder. Und ich weiß nicht, ob wir das dann überleben. Kommt mir vor wie Indiana Jones. Schön rollen hier, das ist immer gut. Habe ich das Gefühl, ich laufe hier so ein bisschen im Kreis. Kann das sein? Ja, da unten rechts waren wir noch nicht. So, hier geht's wieder. Ach ja, da können wir ja noch nicht sein. Ja, ich laufe irgendwie im Kreis. Muss mich ja ein bisschen mehr konzentrieren hier. So. Wie weit geht's denn da voran? Mal hier lang. So. Jetzt sind wir wieder da. Macht aber nichts, weil wir laufen jetzt mal hier lang. Keine Ahnung, für was die ist, aber... Na endlich! Ey, Fragman! Alte Granate, guck's dir an hier. Das göttliche Game. So. Okay, wir haben zwei Steine. Das ist gut zu wissen. Okay, wir laufen jetzt mal hier lang. Oben links ist noch ein Stück von der Karte, das nicht aufgedeckt ist. Ja, auf jeden Fall. Was ich krass finde hier, guck dir mal meinen Charakter an. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20, 20, 20, 20. Das finde ich ein bisschen irritierend, dass man mit so einem starken Charakter loslegt wieder. Einzige, was mir noch unten fehlt, ist 9, 4 und 2. So, die beiden kann ich noch sozusagen aufrüsten. Aber wenn ich mir das angucke, wir werden wahrscheinlich noch mehr Bonis dazu bekommen, weil hier oben sieht man ja, dass irgendwie Eigenschaften Rang 495 ist gerade mal die Hälfte. Naja. So beim Game selber jetzt hier ist das ganz nice. Also da macht es auch Spaß. Da hast du auch die Chance, gegen die Gegner zu gewinnen. Aber ich glaube, die Endgegner sind ein bisschen happig. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen morgen mal gucken, ob wir morgen zusammen mal zocken können. Das wäre ganz cool. Oh, irgendwer macht hier Geräusche und wirkt ein bisschen groß. Ach.
Ach, da ist er. Alter. Ah, auf die Fresse gefallen. Oh, den muss man echt immer am Kopf schießen, sonst. Eieiei. Mach Rolle, Rolle. Zack. Alter, das ist eine harte Nuss, der Typ. Aber wir haben ja unser gutes Herz. So, jetzt renne ich schon wieder in die falsche Richtung. Wir wollten doch hier die dunkle Ecke erkunden. Ja. Warum ich die beschießen kann und warum die so auseinanderfliegen. Ach du Scheiße. Hast du das gesehen? Da kommen die angelaufen. Ach, noch so einer. Alter. King Kong spielt auch mit. Ah, knarre alle. Nee, ich laufe hier einmal um den Felsen rum. Oh, da habe ich natürlich die schnellste Waffe ausgesucht. So. Alter Falter. Ey, ich kann auch mal nach rechts ausweichen. Alter, wie viel braucht der denn noch, ey? Eieieiei. Neuer Gegenstand. Ah, Stoßzahn des Rudelmeisters. Ich hab's gefunden. Wie geil ist das denn? Auf hier. Ja, krass. Der Typ ist echt krass. Gerade jetzt kann ich den abgeben. Wenn ich jetzt den Weg zurückfinde, dann kann ich ihm den Stoßzahn bringen. Bin ich ja mal gespannt. Ich hoffe, dass ich hier richtig war. Das müsste ja ein gelber Hintergrund sein mit so einem Boot irgendwie. Ja, das sieht sehr gut aus. Geil, es geht weiter. So, aber wir würden ja nicht Remnant das erste Mal spielen. Ach, scheiße, wir haben gar keine Munitionskiste. Ah, dachte gerade, ich habe nur eine Munitionskiste. Wie assi ist das denn? So, dann bringen wir jetzt mal den Stoßzahn hin und gucken, was passiert. Natürlich eine sehr schöne Landschaft hier. So, wo ich letztes Mal vorbeigelaufen bin, weil ich mal wie so ein Blindfisch spiele. Jetzt einmal hier nach oben und jetzt bringe ich ihm mal den Stoßzahn. Mal sehen, was er sagt. Neue Welt klingt vielversprechend. Aber ist Sklave. Wir schon gesehen. Sieht krank aus. Ja, sieht krank aus. Ja. Kann ich eure Waren? Was treibt ihr? Würdest du mich wirklich für eine Stoßzahn töten? Mit wem spreche ich? Hä, ich hab den doch schon. Nein. Oh, Sklave stark. So stark wie. Schnell, jetzt töten. Abmachung ausführen. Sklave nicht töten? Nein. Schall tot. Sebum gewährt Belohnung. Sehr gut. Dann töten. Nicht töten. Nein, nicht töten. Alter, die Maus da in dem Typen selber, die spricht ja, wie ich denke. Das gibt's ja nicht. Handeln. Jagen. Handel zwischen Urikisiedlungen. Jagen. Zwischendurch. Sebum. Uriki. Händler. Hore. Alter. Er hat ja voll an am Helm, ey. Der Typ.
So, ich habe noch nie Urikin mit zwei Andere Köpfen gesehen. Uriki. Nicht so schlau. Sklave, klein. Schwach. Gute Jagd. Warum wir nicht jagen? Sebum schlau. Geschäfte machen. Oh, es geht immer wieder nur ums Geld. Später jagen. Sklaven gesehen. Es gibt viele. Sie leben im Untergrund. Sie heißen Emil. Sie waren Eroberer, aber Magir konnte fliehen. Er tötete Emin, hat Emin unterworfen. Jetzt sind die Emin Sklaven. Uriki werden nie vergessen, wie Emin den Magier behandelt haben. Niemals vergessen, warum Uriki sie zu Sklaven gemacht hat. Ja, das ist eine gute Frage. Stimmt. Aber das hier ist kein Sklave. Das stimmt allerdings. Ich bin keiner. Nein. Nein. Sieh dich um. So, mal gucken, haben die Munitionskisten für mich. Ah, sehr schön. Kaufen wir mal 6. Nee, kaufen wir mal 8 Stück. Alter, wir haben 31.000 Taler. Okay, Blutwürze können wir gebrauchen. Kaufen wir mal 20. Wir haben es ja. Eisfrucht wüsste ich nicht wofür. Adrenalin, Gewürz. Ach komm, wir haben so viel Kohle. Wir können ordentlich einkaufen. 20, genau. So, Waffen. Kostet 450. Abgesägte Schrotflinte. Schaden 250. Hoffen wir auch mal. Schmuckstücke. Ring der Synergie. Denke an deine Rente, gib nicht alles aus. Ja, ja. Alter, aber ich habe hier 25.000 Taler. So, Ring der Synergie. Erhöht Teamwork-Effekt um 10% und die Wiederbelebungsrate pro Verbündeten. Hier kaufen wir. Ring des Zwiespalts. Verringert Verbrauchstempo von Verbrauchsgütern um 15%. Drachenherzen heilen den Träger mit 125% Gesundheit über 30 Sekunden. Kaufen wir auch. Haben ist immer besser als brauchen. Okay, prima. So, Waffen haben wir eine abgesägte Schrotflinte gekauft. Kühlmittel, Gewürz. Ne. Ich glaube, den Rest brauchen wir erstmal nicht. Lebe wohl. Ja, macht's gut, ne? Tschüss. Magiers Schatten kommt bald. Was mit dem Onkel hier? Lässt der mich jetzt durch? Ich bin jetzt so ein Freund. Nein. Die Tür ist zu. Verschwinde. Ja, ist ja gut. Jetzt bin ich der Freund und hab da den alles abgeliefert und der Typ ist da unten immer noch unzufrieden. Unfreundlich. So. Okay, da ja hier keine Monster sind, setzen wir uns hier nochmal hin. Alles wieder aufgeladen, sehr schön. Dann kann es jetzt weitergehen. Ja, und dann bin ich ja mal gespannt, wie es weitergeht. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein Rätsel gelöst. Da ist wieder ein Vogel. Zack. Alter, was kommt denn da? Ein Hubschrauber oder was ist das? Alter, was hat er denn für Zauber, ey? Ich sehe ja gar nichts. Der friert hier mein Kamerabild ein, der Schlumpf. Ach du Scheiße, ist der Big Boss, den ich den Zahn abgenommen habe, auch wieder da? Ich sehe ja gar nichts.
Wo ist der Scheinwischer, wenn man einen braucht? Das muss doch mal auftauen langsam. Frostbeule immer noch. Wird doch nicht weniger, oder? Ach, der ist das, ne? Mit der Frostbeule. Komm her hier. Ich geb dir Frostbeule. Ich sehe so und so nichts. So, dann muss aber die Frostbeule jetzt mal aufhören, ja. Alter Falter, ey. Mann, hat der einen am Helm gehabt. Das gibt's doch nicht. Friert er mich da ein. So, von da kommen wir, alles klar. Frostbeule hat einen richtig verwirrt. Okay, gehen wir mal da weiter. Irgendwie höre ich hier schon wieder etwas Größeres. Okay, das ist nicht groß. Er jagt sich selber in die Luft. Sehr schön. Oh Gott. Es hört sich an, als wenn jetzt hier. Warte mal, ich könnte ja. Vielleicht können wir ihn sichtbar machen. Ja, da ist so ein böses Vieh. Ja, den haben wir auch. Ja, komm schon. Ah. Oh, ich muss den Dicken hier stoppen, bevor der ankommt. Komm, schneller! Immer in den Kopf schießen. Ja, Alter, das war aber gut. Das war richtig gut. Okay, er hat hier noch ein bisschen Munition. Auch schön, dass sie hier nochmal Lagerfeuer haben hier. Mich ein bisschen aufwärmen. Oh, eine Kiste. Kiste mit Munitionskiste. Sehr gut. Okay. Hier waren wir auch noch nicht. Sehr schön. Das ist gut. Dann geht's hier auch weiter. Alter, Frostbeule, ey. Das ist ja immer noch ein Stück Frostbeule hier. Jetzt bin ich mal gespannt. Ah, ein Checkpoint. Ah, Eigenschaftenpunkt. Sehr schön. Ausholbonus. Nehmen wir das mal. Gucken, wo es uns hierhin verschlägt. Wallenhang, Hakminen. Ach du heilige Neune, was fällt da denn runter? Ist ja wie beim Tontaubenschießen hier. Okay, sehr gut. Wieder ein Eigenschaftenpunkt. Das ist ja heftig, ey. Wenn es weiter so geht, dann habe ich alles auf 20. Hm. So, wir können ja wieder Lucky Lucky machen. Ach, da oben ist er. Schön versteckt. Wer denn auf mich zugerannt?
so. Alles klar, da hat die Explosion gut nachgeholfen. Hier ist noch ein Vogel, da oben klemmt auch noch einer. Komm mal schön zu Papa hier. Ah, sehr gut. Oha. So. Ah, okay. Der Magier, der geht sogar noch. Einmal schön auf die Energie achten. Ja, der Magier ist noch in Ordnung. Ich finde diesen anderen Typen mit seinem Schild viel extremer. So, sehr gut. Wir müssen mal aufpassen, die Fässer explodieren. Vogel, ey. Er schreit und wirft mit Speeren. Sehr gut gelöst. Ah, hier ist noch eine Kiste. Okay, wir haben sehr viel Vorrat. Dann können wir ja nochmal eine Munitionskiste opfern. Jawohl. Luftballern, mal gucken, ob da einer runterfällt. Das sind komische Ratten. Nee, bis jetzt kommt hier noch keiner. Die kommen auch manchmal aus irgendwelchen Löchern gekrochen hier. Da muss man echt aufpassen. Ja, alles klar. Jawohl. Ja. Ja, der Typ ist auch ein bisschen shit so. Alter, Jumping Rats. Oha. Ja, da kommt er. Ist der, den ich meine. Der ist so übel. Okay, wenn er vom Weiten früh genug erkannt wird. Alles klar. Haben wir ihn erledigt. Kein Ding, aber wenn der einem nahe kommt, dann gnade dir Gott. Okay, prima. Jo, 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 jo. Schön was eingesammelt wird. Alter, das ist ja... Genau. Alter. So, ein bisschen nachladen hier. Sonst haben wir nämlich ein Problem. Aber was ich ja zu gern mache, ist ja... Fässer kaputt schießen. Alles wieder. Mit zwei Ratten runtergefallen. So. Ja, ein Schuss hat gereicht. Guck mal an, da oben. Ja, guck mal runtergekrabbelt hier. Ich glaube, es hagelt, ey. Zack, zack, zack. Zack. Aua.
Naja, okay. Kleiner Biss, ein bisschen knabbern. Ja, das ist auf jeden Fall umfangreich. Also, ich hätte auch gedacht, das wäre so ein bisschen kleiner, das Ganze. Aber zu viele Handlungsmöglichkeiten. Auch den Typen, den ich vorhin den Stoßzahn gegeben habe, den habe ich noch nie gesehen vorher. Ich habe es ja gestern schon mal angezockt, aber... Jo. Alles klar. Okay, aber wir gucken erstmal nach der Munition. Vielleicht ist hier auch Munition bei für uns. Jo. Sehr gut. Brauche ich keine Munitionskiste opfern. Aber vielleicht ist ja hier auch noch was drin. Okay, hier wieder das gute Yo Wash. Das gute Eisen. Hier holen wir uns natürlich nochmal die Munition. Oha. Bis jetzt haben wir ganz gut überlebt, muss ich sagen. Mir jetzt so schlimmer vorgestellt. Macht die Sache schon ein bisschen übersichtlicher, ja? Oh nein, nicht der. Ah, lauf, Mensch. Was ist er denn jetzt? Ah, da hinten ist er, alles klar. Müssen wir genaues Timing haben. Alter, war das gut. Das war reflexemäßig richtig gut, Timing gut. Vorbei. 1+ mit Sternchen, würde ich sagen. Nicht schlecht, das habe ich gut gemeistert. Weil der Typ ist echt nicht ohne. Das heißt, richtig abrollen zur richtigen Zeit, dann funktioniert das. Okay. Das ist auch kein Platz. Okay, kein Platz ist immer gut. Das heißt, uns geht's gut. Neuer Gegenstand, Schlangenzahn. Ah, da haben wir doch. Alter, ey. Ach, machen wir es mal so. Oh nein. Alter, jetzt haben sie Scheiße. Ah, gerade der Typ, der da hinten ankam, dieser Magier, der gehört ja noch zur harmlosen Kaste. Ah, nee, nee, nee. Aber okay. Das wird immer besser. Die Sprüche finde ich mal geil. War das alles? Oh, sehr schön. Looten sein Urgroßvater. So, Spezialfunktion nutzen. Gleich mit einem Headshot.
Noch Fragen? Keine. Gut so. Hier den locken wir so raus. Nö. Oh. Die denn auf einmal her? So, einen kleinen Trank hier. Sehr gut. So, nachladen. Nachgeladen haben wir. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Da habe ich nämlich auch schon mal drauf rumgekloppt. Und dann explodiert das und dann... So, wieder ein Eigenschaftenpunkt. Nächste bitte. Einer kommt, glaube ich, noch. Jawohl. So will ich das sehen. Oh. Ah, scheiße ist, man sieht immer nicht, von wo kommen die denn, die Bösen. Und wer ist es? Ach, er ist es. Auch, der geht. Schickte mal zwei Ratten und wenn ich die schieße, verliert er mal sein Schutzschild. Ja, das ist ja der Oberpsycho, ey. Endlich vorbei. Nehmen wir auf jeden Fall mal das Herz. Also ich habe jetzt mal Q gedrückt. Zwar noch die Möglichkeit, ein kleines Fläschchen zu nehmen, aber... Ja, super, dass ihr hier mal so locker um die Ecke kommt. Ah. Wir haben auch noch unser gutes Schwert hier, ne? Oder ein Sense ist das. Genau. Hier können wir noch das gute Eisen einsammeln. Bam. Weiß auch gar nicht, ob man das immer braucht, dass man alles einsammelt, aber... ich glaube, das ist gar nicht verkehrt. So, und jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Können ja mal gucken. Jo. So. Hier schießen wir runter. Hier schießen wir auch runter. Kommt freiwillig. Ja, da kommen noch welche. Zack. Ja, schön in die ins Mündungsfeuer laufen. Das mag der Papa. Komm, nochmal. Dankeschön. Nächste bitte. Ach, er wieder. Als Mensch verkleidet. So, ist beide Ratten erschossen. Schutzschild weg. Sehr gut. Endlich vorbei. Naja. Endlich vorbei. Er ist am Boden, auf jeden Fall. So. Kleinen Heiltrank. Noch ein Heiltrank.
5 Herzen haben wir noch. Okay. Ja, kommt schon. 376, sehr gut. Ja, ich kann wieder nachgucken. Sehr gut, weil die hängt nämlich hier oben an der Decke wieder. Angelaufen hier. Ach, er schon wieder. Okay, das war's, hat er gesagt. Alter, Bruce Lee kommt hier gerade an. Von den Toten auferstanden. Boah, Alter, hat der einen am Helm, ey. So. Wie viel Schuss habe ich da jetzt? 10, 14. Okay. Ist gut. Okay, aber ich nehme nochmal eine Munitionskiste, bei mir ist das zu unsicher. Jetzt gleich nochmal einer ankommen, der ein bisschen größer ist. Der will es dann nochmal wissen, ist hier noch ein Secret? Ne. Hm, das passt nicht mehr. Jetzt passt es nicht, sehr schön. Dann machen wir mal. Ja, sehr gut. Hat sie alle rausgelockt. Oha. Ja, doch mehr als ich dachte. Wer will als nächstes? Ja. Oh, der Schizo kommt hier wieder an, ey. Will der Mauswanderrad angegriffen. Oha! Alter, da muss ich doch mal ganz schnell weg. So, und jetzt immer schön auf die Fräse. Entspann dich, Junge. Ich will nur dein Bestes. Und zwar dein Loot. Dankeschön. Das war übel. Ja, das war wirklich übel. So. Egal, ruhig Herz opfern. Puh. Nee, die Richtung. Mann, 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 aber jetzt müsste. Gehen wir nochmal auf F. Müsste theoretisch monstermäßig fast alles ausgelöscht sein. Nee, da ist ein Vogel, also müssen wir in die Richtung nochmal. Ah, alles klar, da geht's weiter, sehr gut. Heftig, heftig. Ja, alles klar, das ist der Endboss. Okay, dann lade ich mich hier nochmal auf.
Aber ich glaube nicht, dass ich den alleine packe. Also da müssen wir morgen zu zweit ran. Gucken, was das für einer ist. Ja, ich bin morgen... Oh. Morgen früh bei meinem Opa und dann bin ich beim Sport. Ja, ich würde auch sagen, so, ich denke mal so, ich könnte 16 Uhr wahrscheinlich so in den Dreh. Oh, da scheint man packen zu können. Ja, als er weiter weg war, war mir lieber. Da ist er. Oh, Alter. Das ist ja mies, ey. Ja, 17 Uhr wäre auch gut. Können wir auch festhalten. 17 Uhr klingt auch richtig gut. So, dann würde ich sagen, noch. Wir versuchen es noch zweimal. Und dann, wenn das nicht klappt, dann. Mach hier auf jeden Fall aus. Der Pfeil der Mauswanderer. Oh. Alter. Das ist doch gar nicht so schwer. Ich muss einfach nur ein bisschen rechts und links laufen. Ausweichen. Und auf ihn schießen. Das ist doch... Oh nein, ich schon wieder. Oh Mann. Okay, einmal versuchen wir es noch. Ah, das ist ja echt übel. Du willst ausweichen und kannst da runterfallen. Das denkt sich doch keiner aus, oder? Mann, Mann, Mann. Wo ist er denn jetzt? Da. Natürlich auch ein Schwanz wie eine Bisamratte. Alter. Also, der ist nicht von schlechten Eltern. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben da auch noch andere Waffen. Was haben wir denn noch Schönes? Die größte, die ich habe, mit dem größten Schaden, das ist die Jagdpistole. Warum ist die jetzt weg? Die will ich doch haben. Ja. Okay. Probieren wir die mal, mal gucken, ob die mehr Schaden anrichtet. Aber die ist so langsam, glaube ich. Das war das Problem an dieser blöden Pistole. Genau. Achso, alles klar. Er kommt da sogar hinterher gelaufen. Genau. Sieht aus wie Splinter von den Turtles. Genau, von links greift Pfeil an. Oh, Alter. Ja,
Wie gesagt, zu zweit packen wir den. Das schaffen wir auf jeden Fall. Alleine kriege ich den nicht auf dem Schirm. Ja. Hab ich überhaupt noch einen Punkt zu ver... Ach, ich habe noch einen Eigenschaftenpunkt. Rüstungsausdringung. Genau. Letzter Versuch und dann mache ich erstmal Schluss. Also mal die andere Waffe. Ist die Ecke ja gar nicht so schlecht. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ab da oben. Ja, genau. Und der kleine Cousin kommt auch noch an hier. Mensch, verkrümel dich doch. Spring doch woanders hin. Geh mir ja nicht auf den Sack. Alter. Ja. Komm, einmal Herz noch bitte. Danke. Komm. Schneller. Genau. Ihr Helden, ey. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Ach, jetzt ist er da schon wieder. Ah, scheiße. Wir haben ihn so gut erwischt gehabt. Muss ich. Ah, da ist er. Komm her. Und nochmal. Zack. In die Fresse. Das war's. Oh, mal gut, dass er abhaut. Nein. Oh, Mann. Mensch, das war so gut. Ich hätte ihn sogar packen können. Das, also jetzt einmal muss ich noch. Dass er manchmal so spät nachlädt. Egal, ob wir die Herzen jetzt verschwenden oder nicht. Ja, bleib da so. Und rühr dich nicht vom Fleck. Ich will ein Foto machen. Du bist mein Modell. Dankeschön. Komm, Herz.
Ist auch toll, dass er die Messer mal um die Ecke werfen kann. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Scheiße. Komm her. Jetzt muss ich nach oben. So, und jetzt I. Jawohl. Taschen voll. Oh Mann, ey. Nerviges Rattenvieh. Jetzt aufpassen, bloß nicht in den Abgrund fallen. Los, komm, jetzt. Zack, zack, zack. Ja. Los, komm. Noch einmal Kuh. Kuh. Kein Kuh mehr. Scheiße. Aber er ist zu packen. Er ist zu schaffen. Das weckt natürlich den Ehrgeiz, es nochmal zu probieren. Das ist auch nett, dass man nochmal einen Eigenschaftenpunkt bekommen hat. Okay. Ich glaube, hier bin ich ganz gut gelandet. Wenn ich hier bin. Genau, dann sehe ich ihn. Alter. Jetzt komm, verpiss dich. Sehr gut. Holt er die anderen herbei. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn schon wieder nicht. Ich höre ihn nur. Wo bist du? Ach, da oben wieder, alles klar. Okay, super, jetzt kann ich wieder aufladen. Ich habe noch nicht viel abgezogen, muss ich sagen. Das war vorhin besser. Yeah.
Hier müssen wir weg. Schnell die. Ja, falsche Taste wieder. Das ist so eine Konzentrationsgeschichte hier. Das ist kein Risiko jetzt. Egal. Nachladen. Ach, da ist er. Sehr gut. Komm, komm. Ausweichen. Zu spät, aber okay, war trotzdem nicht schlecht. Yo! Leck mich an der Tisch. Alter, dass ich das mal schaffe. Boah. Alter, da... Ja, yes, Alter, ich sag's dir. Jahrelanges Training mit Fragment T, sag ich dir. Oh, das ist ja... So, da kann man's verlassen. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo... Nein! Alter, wie kann man so doof sein? Ich habe nur die Sachen zu looten gesehen, aber der Typ müsste ja trotzdem bekämpft sein, ne? Mal noch mal kurz rein, aber ja, der ist nicht fertig, meine ich. Alles klar, Gott sei Dank. So, ich gucke aber trotzdem mal, ob ich hier irgendwas einsammeln kann, was wichtig war. Hier sind wieder, wie immer, zwei schöne Kisten. Sehr schön. Okay. Ja, hier ist noch was zum Einsammeln. Super, dann geht's da weiter. Nicht schlecht. Ach, hier, die kann ich so explodieren lassen. Zack, zack. Jetzt hier rein. Boah, das war heftig. Ist das die Landschaft? Ne, hier war ich schon, ne? Nee. Super, hier kann ich den Stein aufbauen und anfassen. Sehr gut. Trotzdem ist die Karte aufgedeckt. Finde ich auch ein bisschen komisch. Ach, ich kann die Tür jetzt wahrscheinlich hier aufmachen. Jawohl, alles klar. Schon mal sehr gut. So, jetzt müssen wir mal gucken, weil folgendes. Die Figur. Unten ist eine blaue Figur. Und zwar hier. So, man kann mit diesen Figuren reden. Komm da aber nicht rein. Ne, diese blaue Figur, die da sitzt, das war wie vorhin auf dem Schiff. Warte mal, guck ich mal, ob es von hier irgendwie hochgeht.
Bin hier irgendwie. Nee, schade. Wie komme ich zu diesen Typen? Das ist hier schon richtig auf jeden Fall. Der sitzt dahinter, in der Höhle. Ich kann mich aber auch nicht ducken, ne? Nee. Das ging ja hier nicht. Hier konnte man... Doch. Mit Alt. Ah, alles klar. Ich dachte schon, man kann sie hier gar nicht ducken. Da ist ein Typ, mit dem kann ich reden. Hallo. Warum kann Alter, eine säugende Maus habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Ich bin zwar nur eine Elin, aber ich bin eine Krall mit der Gabe der Sicht. Oh. Ich bin auch Mutter, die viele hungrige Mäuler füttern muss. Mensch, ich habe euch an seltsamen Orten gegen albtraumhafte Kreaturen kämpfen sehen. Wir können euch für eure Reise viel bieten. Nur viel bieten ist mal gut. Eine Vorhersehung? Einen Fluch für eure Feinde? Oder vielleicht wollt ihr gar den Tod austricksen? Wir können in allen Bereichen helfen, für einen angemessenen Preis, versteht sich. Ja, lasst mal sehen, was ihr da habt, ne? Gewiss. Ja, da können wir ein paar von gebrauchen. Brauche ich wieder 20. Egal, scheiß auf die Rente. Wutstaub können wir gebrauchen. Nehmen wir mal 10. Nehmen wir auch mal 10 von. Aber die Schmuckstücke interessieren mich, glaube ich, mehr. Was hat sie denn? Ring des Plünderers. Kaufen wir den mal. Prima. Okay, dann haben wir mit ihr gehandelt. Aber wir stellen ruhig mal ein paar Fragen. Die Krall haben die Gabe der Sicht. Wir sehen, was sein könnte. Und manchmal, was sein muss. Nur einer in tausend wird mit der Sicht geboren. Und deshalb werden die Krall von den Uriki wertgeschätzt. Wechselnde Bilder. Ich sehe Muster und Umrisse, aber sie sind noch nicht klar definiert. Ihr müsst durch unsere Heimat reisen, um eure Sippe zu finden. Ihr oh, die nennt uns Sippe? Naja. Um eure Heimat zu retten. Ich kann euch Folgendes sagen. Ihr müsst den Tod nicht fürchten. Euer Weg hat euch schon befreit. Fürchtet nur die Hoffnungslosigkeit. Nichts zu tun ist der einzige Weg, der zum Scheitern führt. Okay. Wir sind Emin. Die Emin sind alle, die nicht Uriki sind. Vieh, Sklaven und Arm. Doch die Krall stammen immer nur von den Emin ab, nie von den Uriki. Gut, da steigt ja keiner mehr durch. Emin, Uriki. Passt auf euch auf, Mensch. Auf jeden Fall kriegt er. Ach, da bin ich reingekommen. Da kriegt doch schon wieder einer rum und macht hier laute Geräusche, oder? Ne, jetzt muss ich mal gucken, von wo bin ich. Ach, ich bin von da gekommen. Und es geht aber hier raus. Vielleicht finde ich da noch was anderes. Oder? Auf jeden Fall eine Menge Gegner. Ach, ich muss noch... Ach, heilige Neune. Dass ich den früh genug gesehen habe. Wenn den von Weitem sieht, ist das noch in Ordnung.
die kriegen wir jetzt. Oh, da müssen wir aufpassen, er explodiert gleich. Jetzt können wir aber mal normalen Trank nehmen. Herrlich, was man alles hier so zerstören kann. Oh, eine Kiste, sehr schön. Es lebe die Kisten. Ich dachte schon, das wäre da einer von der ganz großen Garde. Schade, ich kann immer noch nicht den Ring schließen. Ah, da ist er. Alter. Jetzt auf den Kopf. Alter, war das Glück. Ah, jetzt kann ich den Ring... Ist der Ring geschlossen? Jetzt kann ich mir das anzeigen lassen. Jo, alles klar. Hier noch einen schönen Abend und dann sehen wir uns morgen, genau. Alter, sind hier noch mehr, oder? Nee, das war's, glaube ich, ne? Aber die Gegend kenne ich hier gar nicht. Das finde ich sehr nice. Das ist noch alles dunkel hier. Das ist sehr gut. Ja. Okay, muss ja jetzt nochmal in die Kiste greifen. Oh, das war auch knapp. Wolltest du es aber wissen, ey. Ah, jetzt alles klar, super. Jetzt sehe ich die Gegner wenigstens wieder. Das war übel. Ah, ist doch schön was zum Einsammeln. Das ist eine schöne Kiste. Sehr gut. Weiß gar nicht, was passiert, wenn man die ganzen Frostbeulen abschießen. So, sehr schön. Bin der Meinung, ich habe da irgendwas Lilanes gesehen. Ah, hier noch. Noch eine Frostbeule. Ach, da ist der.
Da geht's nicht weiter. Ah, da sind noch welche. Ah, hier ist doch die. Neuer Edelstein des Schwankens. Oh, Alter, hier können wir aber schön einsammeln. Müssen nur aufpassen, dass wir das Ziel nicht vor Augen verlieren. Okay, sehr gut. Da waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Wo es hier hingeht. Radioaktiver Schädel stand da. So, einmal anfassen, damit wir alles haben. Sehr gut. Ah, noch ein Endgegner. Boah. Blutroter Stützpunkt. Und noch ein Endgegner. Leck mich an den Tisch. Ich glaube, dass den schafft man nicht alleine. Oha. Du bist mehr so ein Multiplayer-Gegner. Alter Falter. Kommen sogar noch zu zweit an. Einer. Alter, und dann haben wir noch zwei Energieanzeigen. Was ist denn da der Trick? Nee, das ist ein Gegner, den packst du alleine nicht. Also, ich würde auch sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Hat echt Spaß gemacht. Cooles Game. Wir haben endlich mal reingeguckt in das neue DLC von Remnant. Und morgen spielen wir es weiter. Auf jeden Fall 17 Uhr morgen im Livestream. Aber dann als Multiplayer, nicht mehr alleine. Dann sage ich mal bis morgen und dann sehen wir uns bis dahin.